Da hat es mir wirklich die Sprache verschlagen. Da wusste ich direkt, den nehme ich mit. Es gab Lotus-Käsekuchen. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute einen zweiten Teil der Ich esse einen Tag lang nur Backwaren Videos. Ich habe das damals, also den ersten Teil, noch zu Hause gedreht gehabt, wo wir ganze vier verschiedene Ketten an Bäckereien zur Verfügung gehabt hatten, von denen aber auch nochmal zwei Lidl und Aldi waren. Das heißt, ne, so ganz die große Auswahl gab es da halt damals nicht. Und in Frankfurt sieht das Ganze überraschenderweise ein bisschen anders aus. Also hier gibt es wirklich allein, glaube ich, Bäckereien, 40 verschiedene, vor allem die Einzelshops, aber auch an Ketten haben wir hier so viele. Also wirklich, man läuft an keiner Straße vorbei und ihr werdet nicht einen Bäcker nicht sehen. Wisst ihr, was ich meine? Also das war gerade so kompliziert, aber wir haben hier eine große Auswahl. Das Ganze habe ich aber dann doch nochmal in so eine Art Schema eingeteilt. Und zwar mag ich euch auf jeden Fall meine liebsten Bäckereien zeigen. Also die vielleicht auch nicht so ganz influencer-tauglich sind, die vielleicht eher ja, nicht so cool sind, aber auf jeden Fall wirklich ihre Aufmerksamkeit verdient haben und ich da wirklich immer und gerne reingehe. Und falls ihr die nämlich auch zu Hause habt oder mal in Frankfurt seid, kann ich euch das wärmstens empfehlen. Die sind auch mit dabei, aber auch Bäckereien oder Ketten, die ich noch nicht kenne. Das zum Plan. Ich hoffe, es freut euch und wir beginnen direkt auch schon mit meinen Favoriten. Hat ja lange gedauert, aber ich muss sie euch wirklich zeigen. Ich hatte so Lust und bei denen weiß ich ja auch, die werden schmecken. Ich wende euch jetzt mal meinen Bäcker des Vertrauens ein und zwar ist das Traffic Snack, den gibt es auf jeden Fall häufiger. Vor allem die deftigen Sachen schmecken mir da richtig, richtig gut und da kommen wir eigentlich zum Kuriosen. Ich mag ja wirklich eher süße Teilchen, gerade vom Bäcker. Aber bei Traffic Snack greife ich wohl am meisten zu deftigem und das ist wirklich, also deswegen große Empfehlung. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe mir nämlich einmal ein Hummusbrötchen, ein belegtes mit, was war das für Gemüse? Wieder so leckeres Ofengemüse. Die machen halt vor allem mega leckere belegte Brötchen, die halt auch wirklich von A bis Z belegt sind. Also wirklich super, super kreativ sind die da. Die haben auch super leckere Focaccias, die nochmal warm machen. Also da wird wirklich jeder fündig. Und ich habe mir jetzt heute tatsächlich mal, das habe ich nämlich noch nicht probiert, ist jetzt ein bisschen verwirrt vielleicht, weil ich gerade gesagt habe, ich zeige euch meine Fans. Aber ich vertraue diesem Laden, da schmeckt alles lecker. Und genau, da bin ich so oft dran vorbeigegangen. Jetzt habe ich es mitgenommen. Beziehungsweise ich habe es zweimal mitgenommen, auch für den Arne. Und das lassen wir uns jetzt als erstes schmecken. Mhm. Natürlich schmeckt auch das mega lecker. Ist auf jeden Fall kein normaler Hummus. Der ist nämlich eh, wenn ihr das sehen könnt, der ist eher gelblich. Der schmeckt irgendwie indisch, muss ich sagen. Aber ich mag das gerne. Sehr lecker auf jeden Fall. Da könnt ihr mir vertrauen, da macht ihr auf jeden Fall kein Verlust mit. Kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das auch wirklich mein, doch, ich glaube mein liebster Bäcker. Eine mega leckere Kette, haben aber auch wirklich sehr viel Auswahl, vor allem an Süßem. Also deswegen, ne, habe ich so meine zwei Favoriten, wo ich immer fündig werde, wenn ich entweder was Deftiges oder was Süßes mag. Und ist auch sehr praktisch, weil der im Rewe Center ist und da bin ich ja eh sehr, sehr oft. Von daher weiß ich auch mal, was sie so da haben, was dauerhaft da ist und was nicht. Aber auch so Specials haben die immer da und auch wirklich sehr ausgefallene von wieder. Und ich mag es ausgefallen und da habe ich euch schon mal letztens von berichtet. Das ist ein Kinder Bueno Kreppel. Den habe ich damals nicht mehr bekommen, weil der schon irgendwie gegen 3 Uhr ausverkauft war. So, die Leute nerven mich da. Anscheinend wissen viele, dass der gut ist. Und heute habe ich ihn gefunden. Hier tatsächlich auch. Habe ich auch noch nicht probiert. Wie gesagt, der wurde mir ja weggekauft, deswegen war ich auch heute umso früher da und bin jetzt wirklich gespannt. Also die Erwartungen sind auch hoch, denn anscheinend ist der sehr beliebt. Mmh. Okay, geil. Ich weiß nicht, was dieser Kreppel mit mir macht. Ich bin noch nicht mal in der Füllung angekommen und er schmeckt mir jetzt schon richtig lecker. Und zwar sind da ja auch wieder so gehackte Haselnüsse drauf. Und irgendwie schmeckt es so ein bisschen, es schmeckt schon nussig, schon lecker fluffig. Trotzdem knackig durch die Haselnüsse, aber nicht zu süß. Und die Glasur, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist richtig, richtig lecker. Oh Gott, das will ich. Okay, crazy. Ich weiß, warum der so oft ausverkauft ist. Also neben der Konsistenz. Er ist übrigens auch chewy, wohl angemerkt. Ne? Also es ist wirklich alles von der Konsistenz her, was mich erfüllt, ist hier vorhanden. Und die Creme ist richtig, richtig lecker. Die ist so ein bisschen fester, deswegen, also
Die fließt jetzt auch quasi nicht so raus, was ich aber auch nicht so schlimm finde. Mich nervt das auch manchmal so ein bisschen und stresst mich beim Kreppelessen, wenn da so die Füllung immer schon rausläuft. Wisst ihr, was ich meine? Und dann wirklich immer gefühlt auf den Teller klatscht, aber nicht in den Mund. Von daher finde ich das eh viel besser, aber auch vom Geschmack her, es ist so lecker. Es ist eine Glatsche und plus mit Sternchen. Es ist wirklich der beste Kreppel, glaube ich, den ich bisher gegessen habe. Und ich hatte schon einen Lotus-Kreppel probiert gehabt. Den hatte mir damals meine Mama mitgebracht, als ich sie besucht hatte. Der war schon lecker. Also ja, ist, glaube ich, wirklich der beste Kreppel, den ich in den letzten 15 Jahren gegessen habe. Und ich habe wirklich viel Kreppel gegessen. Krank. Aufruf, wenn ihr bei Schröer seid, holt euch diesen Kinder Bueno Kreppel und probiert ihn, bitte. Ich glaube, das ist wirklich somit meine größte Bitte. Macht es und ihr werdet es lieben. Und es lohnt sich definitiv, schon direkt, wenn dieser Laden öffnet, vorbeizuschneiden. Holy. Auf zum nächsten, nee, zu den nächsten beiden Bäcker Locations. Bei denen muss ich sagen, ich war bei beiden, glaube ich, noch nicht. Dort, glaube ich, noch nie was mitgenommen. Das eine sieht mega cute aus. Das sieht wiederum Influencer-like aus. Das andere ist auch wieder so, ne, wird auch meine Omi hingehen. Die haben halt vor allem, glaube ich, viel Auswahl an Mittagessen, weil da mag ich mir jetzt kein Croissant reinhauen. Das gibt es quasi zum Dessert. Aber jedenfalls mache ich mich jetzt los. Ich habe auch schon wieder eine Mütze auf, die ich eigentlich schon wieder in den Schrank gepackt habe, weil ich dachte, es wird nicht mehr kalt, aber falsch gedacht. Es regnet heute den ganzen Tag, deswegen wünscht mir Glück, dass ich nicht allzu nass werde. Ich habe mir halt wirklich den perfekten Tag rausgesucht, um 6 Mal oder so das Haus zu verlassen. Ich freue mich. Naja, wenigstens. Ich weiß, wofür ich es tue. Für gutes Essen. Okay, ich sehe aus wie ein nasser Hund. Ich mache mich mal kurz frisch, ziehe mir was anderes an und dann essen wir. Ich bin so nass geworden. Entschuldigt, falls meine Haare noch irgendwie nass sind oder so. Die sind nicht fettig. Ich habe sie sogar extra gestern für dieses Video heute gewaschen. Aber es ist gerade momentan so schlechtes Wetter. Ich glaube, gerade überall, zumindest bei uns in Hessen hier, haben wir schon nachgeschaut. Aber es hat sich wirklich gelohnt, was ich mir jetzt geholt habe. Und zwar, ich habe mir einmal, ich kann euch gerade mal einblenden, ich glaube, Kams heißt das, Kams Café, ist so eine ganz berühmte Bäckerkette und da meine ich, da kauft sehr gerne, glaube ich, meine Oma ein. Das ist so ein richtiger, so ein, ja, so ein Allmannskostbäcker. Kann aber auch sehr gut nachvollziehen, dass sich da alle ansammeln, denn die haben auch sowas wie Pizza. Also es ist wirklich so ein richtig dickes Stück. Das hat auch übrigens um die 3,70 Euro gekostet, 3,80 Euro. Jedenfalls sehr teuer und da kommen wir auch nochmal aufs Thema zurück. Ich verstehe euch und ich habe im Endeffekt auch nicht so ganz verstanden, was ich da von mir will. Dass ich ja meinte, eine Pizza für 9 Euro ist teuer. Ich kaufe zwei von denen und habe 9 Euro. Also deswegen, ich nehme es zurück. Ja, war nicht ganz durchdacht. Das ist schon, ist preiswert, wenn ich jetzt diesen Preis hier sehe. Ich meine, es ist ja auch schon ein gutes, ordentliches Stück, ne? Aber es ist trotzdem halt sehr teuer dafür. Das kann ich jetzt mal so sagen. Das können wir auch stehen lassen. Das ist jetzt wirklich teuer. Was ich schon direkt mag. Sie haben Mozzarella-Käse verwendet, der beste Käse. Sie schmeckt aber so ein bisschen fettig. Und ich mag Fett, aber ich mag nicht, wenn man es schmeckt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich mag das nur auf einer Käsebrezel, wenn es so ein bisschen käsefettig schmeckt. Da ist es in Ordnung, aber hier nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen, finde ich nicht ganz so lecker, aber es ist halt Geschmackssache. Aber jetzt auf der Seite hier mit dem Schafskäse schmeckt es richtig lecker. Ich mag auch den Teig, der ist so richtig schön fluffig und dick. Also da wird man auf jeden Fall gut satt von. Auch mit den Tomaten schmeckt es richtig lecker frisch. Also an sich echt richtig lecker. Bis wie gesagt auf dieses Fettige da. Und ansonsten gebe ich eine gute, hier mit dem Preis, 6 bis 7. Eine 7. Kommen wir jetzt, ich glaube, zu meinem Lieblingspart. Ich war bei La Gaume, heißt das Café. Das muss ich mir auch definitiv merken. Ist in Frankfurt in der Pariser Straße. Schreibt es euch auf. Ich habe es da noch nicht probiert, aber was die da haben, diese Kuchen, ich habe es euch abgefilmt, ist wirklich insane. Also, die haben da so viel Auswahl. Ich habe auch gefragt, jeden Tag verschiedene Kuchensorten. Außerdem haben die auch so fancy Frühstück von morgens bis abends. Brot, Brötchen, ganz normal haben die auch da. Also so ein
perfektes Café, glaube ich. Aus diesem Grund, weil wirklich alles so gut aussah, wirklich nahezu perfekt, habe ich mich auch nicht für ein Stück jetzt entscheiden können, sondern ich habe jetzt zwei Sachen mitgenommen. Und zwar, das sieht schon richtig zerfleddert aus, ne? Das ist quasi so ein Schoko-Brownie. Ich zeige es euch mal besser. Ich habe den halt mit dem Fahrrad transportiert und sieht halt jetzt nicht mehr so gut aus. Aber genau, da ist Banane mit drauf, Mandelsplitter. Und genau, einfach so ein leckerer, sieht auch schon so fluffig aus, so ein leckerer, frischer Brownie. Außerdem, da hat es mir wirklich die Sprache verschlagen. Da wusste ich direkt, den nehme ich mit. Es gab Lotus-Käsekuchen. Ich glaube, ich habe euch jetzt überzeugt, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Mich fragen mich auch immer mal welche von euch, was ich so für verschiedene Cafés empfehlen kann. Lagom. Ja, der schmeckt. Oh, ich war erst so, warum schmecke ich gerade noch Käsekuchen, der by the way auch richtig lecker schmeckt. Und dann gegen Ende kommt die Lotus-Creme raus und die Lotus-Stückchen und insgesamt perfekt. Also man hat so keine Überladung an Geschmäckern, sondern nach und nach kommt alles dann quasi empor. Und ich mag das nämlich, wenn alles so nacheinander kommt und man nicht so direkt so eine Explosion hat, sondern alles so getrennt voneinander schmecken kann. Richtig, richtig gut und richtig fluffig. Nicht zu fettig, nicht zu süß tatsächlich, obwohl das bei einer Lotustorte ja eher nicht der Fall sein kann. Aber doch, es ist wirklich nicht zu süß wie beim Kreppel. Also, wer Käsekuchen-Fan ist und Lotus-Fan ist, Café Lagom. Oder wo auch immer ihr so eine Torte seht, nehmt sie mit, probiert sie aus. Auch jetzt mit einer meiner Lieblingskäsekuchen. Richtig, richtig lecker. Lasst uns mal jetzt hier diesen... Na, jetzt doch irgendwie unperfekten Brownie probieren, aber es geht ja wie immer nur um die inneren Werte. Und da auch übrigens, wenn ihr euch mal entscheidet, dafür zum Bäcker zu gehen und euch da was mitzunehmen und euch gefallen einfach mehrere Sachen, wie mir heute auch, dann nehmt euch einfach zwei Stücke mit und überdenkt es nicht groß, sondern wenn ihr Bock drauf habt, macht es so. Ich meine, es ist ja nicht so wie bei mir heute, dass ihr heute sechsmal in ein Café geht, dann wäre das ja was anderes. Oder wenn ihr allgemein zum Café, oder ich gehe auch nicht jeden Tag zum Café, ist allein schon viel zu teuer, aber gerade wenn man es doch mal macht, dann braucht ihr euch da absolut nicht schlecht fühlen, wenn ihr da mal ein Stücke, zwei Stücke oder drei Stücke oder von mir aus auch vier Stücke isst. So, genießt es einfach und es ist ja auch wirklich, gerade sowas ist doch da mega schön. Ich meine, ich habe mich auch gefreut nach dieser Fahrradtour, gleich mein Brownie und meinen Lotuskuchen mit heimzunehmen. Und auch die Frau vor mir hat sich dann mit ihrem Lotusküchlein ganz in Ruhe hingesetzt und hat den für sich genossen und genau so muss es sein. Deswegen da nochmal eine Notiz. Völlig in Ordnung. Und es ist wirklich, wenn euch da beide anlachen, dann nehmt die mit. So, das habe ich heute auch so gemacht. Dann, es ist okay. Genau. Zum Glück habe ich mich für entschieden. Der schmeckt super lecker. Also ich kann das Kaffee empfehlen. Also da steht dem nichts mehr im Wege, garantiert nichts. Es sieht gut aus. Es schmeckt nochmal besser, als es aussieht tatsächlich. Man schmeckt auch die Bananen, also die haben da wirklich, haben da auch so ein Riesenstück, seht ihr das, braune Banane reingemacht. Schmeckt richtig frisch, so ein bisschen wie Maulwurfkuchen, aber in Brownie und auch richtig perfekt chewy. Dafür würde ich 10-mal durch den Regen fahren, wirklich. Der schmeckt so, als hätte ich ihn gerade selbst gebacken. Das mag ich halt so, dass man sowas mitnimmt und es schmeckt wie aus dem Ofen. Da weiß ich die Preise gar nicht mehr so. Ist aber auch egal, wirklich, selbst wenn es 10 Euro kostet. Meine Empfehlung habt ihr, geht hin. Ich glaube, um die 3 bis 4 Euro hat das Kuchenstück gekostet und der Brownie auch nochmal um die 3 Euro. Besucht mir sehr, sehr gerne. Hier habt ihr sie, meine Top-Kaffee-Empfehlung gerade. Ich mag's. Ganz kurze Werbeunterbrechung nochmal an der Stelle. Ich hatte euch ja schon letzten Monat die Haut Marcus Ulta Beauty vorgestellt. Und auch seitdem ist meine Haut nochmals besser geworden, was mich so freut. Ich habe selbst meine Haut nie so wirklich in den Griff bekommen können, aber seitdem ist es wirklich viel besser. Und ich muss sogar sagen, ich habe gerade, bisschen TMI, meine Tage und trotzdem ist meine Haut völlig in Ordnung. Also ich kann mich nicht beschweren. Bin wirklich bisher mega happy mit den Produkten und auch hier mit diesem Serum, was ich immer nach dem Waschgel nämlich auftrage. Und das sorgt nicht nur quasi, dass meine Haut von innen gut aussieht, sondern auch quasi von außen. Auch am nächsten Tag glänzt sie immer so schön, als hätte ich irgendwie Highlighter benutzt. Habe ich aber nicht. Und es sieht ganz natürlich aus, was mich super doll freut. Mein Code dazu ist immer noch verfügbar. Blende ich euch mal hier ein. Sophie AYT 40 für 40% Rabatt. Und ich kann euch auch mal gerade die Seite hier einblenden, damit ihr auch nochmal einen kleinen Überblick bekommt. Hier kommen wir auch zu den 8 Fragen, indem ihr quasi individuell euren Hauttyp quasi dann bestimmen könnt. Dann kommt man zur nächsten Frage und so geht das immer weiter. Wenn wir
nochmal zurück auf die Seite gehen, dann seht ihr quasi zum Beispiel auch ein Pflegeset, das dann aus den verschiedenen Produkten besteht. Weiter unten gibt es dann auch noch mehr Infos zu den einzelnen Produkten, also zum Beispiel zum Serum, das ich jetzt gerade zum Beispiel aufgetragen habe, aber auch zu einem Leave-On-Peeling, den habe ich auch, genauso wie zur Intensivpflege, also zur Hautcreme, könnt ihr euch einfach alles mal durchlesen. Ich kann es wie gesagt empfehlen, ich verlinke euch auch auf jeden Fall die Seite nochmal unten, genauso wie meinen Code. Falls ihr also auch gerade Probleme mit eurer Haut habt, aber so ein bisschen hilflos seid, schaut gerne vorbei. Und wir machen jetzt weiter mit der Foodtour. Ich bin wieder weg, ihr habt gesehen, ich kann ihn nicht auslassen. Ich war zum einen bei Ditch, so habe ich mir da ganz klassisch eine Brezel mitgenommen. Sieht irgendwie so ein bisschen, so pretty sieht sie nicht aus. Sie ist sogar ein bisschen verbrannt. Hatte ich auch noch nie, aber ich habe die auch sehr spät geholt. Selbst schuld, da haben sie wahrscheinlich nicht mehr die schönsten da. Nee, schmeckt trotzdem super lecker. Also selbst das ruiniert die nicht. Richtig, richtig lecker, ist auch noch ein bisschen warm. Ich finde es auch so krass, dass die Ditch-Brezeln, die gibt es doch schon ewig. Also die gibt es ja schon, da war ich glaube ich 5 oder 4, da kann ich mich schon dran erinnern, dass wir meine Mama oder mein Papa die auch immer gekauft haben, wenn wir mal an einem Ditch waren. Und dass das einfach immer noch anhält und es immer noch keinen wirklichen, finde ich zumindest, Konkurrenzpartner quasi gibt. Finde ich einfach mega krass. Ist und bleibt die beste Brezel. Dann habe ich mich noch bei Le Crobac blicken lassen. Und zwar ist das da auch am Hauptbahnhof, falls ihr mal am Frankfurter Bahnhof Halt machen solltet. Da gibt es wirklich genügend Auswahl, kann ich euch sagen. An Bäckereien, Zeitschriftläden, Fastfoodketten, also selbst Schmuck gibt es da. Dort habe ich mir sehr interessante Backware, die musst du mit, Quiche mitgenommen. Und zwar so eine Spinat-Quiche. Geil. Sehr, sehr lecker. Ich mag Quiches. Trotzdem bin ich zu faul, die selbst zu machen, weil ich glaube, dass das ziemlich viel Aufwand ist. Oder? Zumindest hat es mich jetzt noch nicht so dazu getrieben, das selbst zu machen. Weiß aber jetzt, wo mein Ansprechpartner ist für sowas. Le Crobac am Hauptbahnhof. Das gab es auch noch mit Speck, falls ihr Speck mögt. Die war aber tatsächlich teuer. Die hat, glaube ich, um die 5 Euro gekostet. Und ich meine, so groß ist die ja nicht. Aber es ist schon lecker, muss man sagen. Also schmeckt super frisch und das, obwohl ich es ja abends gekauft habe. Also kann man sich also durchaus mal kaufen. So wie alle anderen Sachen heute. Ich bin von einem so begeistert heute. Das war, also ich habe mir schon gedacht, dass es lecker wird, ne? Vor allem die Snacks, glaube ich. Da sind wir uns einig, das war echt mein persönliches Highlight. Also Fazit von heute ist dann wohl, es war wirklich richtig, richtig gut. Ich gebe eine 11 von 10 für alles. Es war natürlich super einfach, man musste nichts machen. Es war trotzdem genauso lecker und es hat trotzdem alles frisch geschmeckt. Also ich mochte es sehr, sehr gerne. Und hoffe, ich habe euch auch Lust machen können, mal, wenn ihr keinen Fall habt oder ein Bäcker in der Nähe ist und ihr habt Hunger, da mal vorbeizuschneiden und euch so eine gewisse Leichtigkeit zu geben, dass wirklich mal so ein Teilchen einfach sein muss oder mehrere. Je nachdem, wie ihr euch fühlt. Ich würde sagen, wir befinden uns auch schon am Ende, denn es gibt jetzt auch keinen süßen Snack mehr. Davon hatte ich wirklich heute genug. Meine Gelüste sind auch gestillt. Ich habe noch überlegt, aber I'm fine für heute. Ich mochte es gern. Hoffe natürlich, dass es bei euch auch so ist. Und ja, freue mich auf Sonntag. Da erwartet euch auf jeden Fall auch ein neues Video. Ich bin auch mal mega gespannt. Wird aber auch auf jeden Fall lecker, wie immer. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet. Aber jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Genießt es. Passt auf euch auf. Macht euch nicht allzu viel Gedanken. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle munter und gut gelaunt am Sonntag wieder zu einem neuen Video. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao.